So, und wir haben jetzt Hundebesuch in der Rubrik Tierisch Center TV. Ja, Castings gibt es ja viele. Es wird das Supertalent gesucht oder auch der Superstar. Aber haben Sie schon mal gehört, dass Haustiere gesucht werden? Und zwar bei der Aktion Germany's First Pet. Da wird Deutschlands schönstes Haustier gesucht. Und zur Aktion begrüße ich einmal die Organisatoren. Und vom Tierheim Bergheim mit dabei, das Beiratsmitglied Susanne Schwer und außerdem Nicole Schwarz und Michael Herwig. Schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Ihr wart ja vor kurzem noch bei mir. Da ging es um Germany's First Dog. Die Aktion läuft gerade noch. Ne? Wie erfolgreich seid ihr da? Das ist auch so eine Aktion wie ähnlich wie jetzt Germany's First Pet. Aber damals wurden halt nur Hunde gesucht, ne? Genau, also im Moment der aktuelle Spendenstand ist 1400 Euro. Es läuft aber noch bis Montag. Also es kann sich noch einiges tun. Okay, und da sind halt nur Hunde gesucht. Jetzt bei Germany's genau. First Pet, Haustiere aller Art. Das heißt, Schlangen können auch mit dabei sein, Spinnen, Hunde, Katzen, Mäuse, alles, was einem so einfällt. Ja, alles. Was muss man da mitbringen? Müssen die irgendwie besonders schön sein, die Tiere, oder irgendwas können? Das ist egal, das liegt im Sinne des Betrachters. Okay, es gibt ja auch eine Website. Michael, wir haben die auch hier aufgerufen, ja. Ich kann es mal eben zeigen. Also die Aktion hat schon angefangen und geht noch, ich glaube, am 1. April ist das Voting dann möglich. Ganz ne? genau, am 1. April beginnt das Voting. Und bis dahin werden die Hunde eingesetzt, vielmehr die Tiere eingesetzt, Entschuldigung. Mhm. Und das Ganze ist kostenlos. Jeder kann sein Haustier reinsetzen. Muss einfach nur eine E-Mail an uns schreiben und ein Bild mitschicken. Okay, und Bilder gibt es auch schon? Ja, ich zeige jetzt mal ein paar Kandidaten. Wir haben hier einen ganz außergewöhnlichen Kandidaten. Ja, wer ist das? Das ist Hugo, das Heupferd. Wollen wir mal eben gucken, ob ich ihn noch an ihm finde. Das ist eine Heuschrecke, ne? Das ist tatsächlich eine Heuschrecke, ja. Also jemand, der hat eine Heuschrecke zu Hause, ja? Ja. Als Haustier. Ich nehme mal an, er hat sie im Garten fotografiert. Der kriegt wahrscheinlich die meisten Anrufe, so, oder? Da haben wir ihn. Hugo aus Drentwede. So. Da haben wir ihn. Ja. Sehen wir, da ist er. Das ist also der außergewöhnlichste Teilnehmer bei uns im Moment. Also wie viele gibt es bisher? Im Moment sind es 150 Tiere, aber da werden noch einige dazukommen. Wir hatten bei Germany's First Dog hatten wir 650 Hunde als ja. Teilnehmer. Und hier nehmen 6 Tierheime teil. Also gehen wir von 3000 circa. Ja. Also die Aktion ist ja von 6 Tierheimen aus Deutschland, unter anderem das Tierheim Bergheim auch. Ne? Das heißt, es gibt so einen Zusammenschluss und durch die Anrufe, durch das Voting kommt dann halt Geld zusammen. Und je nachdem, wie viele dort angerufen werden, das wird dann gleichmäßig auf die 6 Tierheime auch verteilt oder wie läuft das? Es wird verteilt nach Mannschaftsgröße und nach Voting-Anrufen. Die Tierheime müssen ja die Mannschaften hinter sich versammeln. Also umso mehr Teilnehmer sind für das Tierheim, umso besser ist es. Also Mannschaften heißt, wenn jetzt das Tierheim Bergheim am Start ist, wie läuft das mit der Mannschaft? Können Sie es mal kurz erklären? Man muss sein Haustier einsetzen und dann eben halt sagen, für welches Tierheim dieses Tier antritt. Ah, okay. Also man kann sich das Tierheim quasi aussuchen. Man sucht sich das Tierheim aus und sagt so, okay, mein Tier tritt jetzt für Bergheim zum Beispiel an. Okay. Und Luna, hier die Große, und Sally machen aber nicht mit, oder? Oder dürfen Natürlich. Die Tiere aus dem Tierheim auch mitmachen? Wenn sie Pflegehunde sind, machen, ja. Also wenn sie Pflege sind, dürfen die Pflegeeltern auch einsetzen. Ja. Und Luna und Sally sind seit Anfang Januar bei euch im Tierheim. Ne? Erzähl mal ein bisschen was zu den beiden. Also Luna ist ein Pudenko-Mix, ne? Ja, Luna. Sally so ein Jack Russell, so eine kleine Freche. Ne? Mhm. Wie alt sind die beiden? Die Luna ist 5 Jahre alt und Sally ist 3,5 Jahre alt. Ja, Luna ist ein ganz sanfter Engel, das sieht man ja auch. Und Sally ist eigentlich das gute Laune-Paket schlechthin. Sie sucht eine Familie mit Kindern, die alle Zeit für sie haben, die ihr den Bauch kraulen und die mit ihr mit Bällchen spielen. Und ja, wo sie wirklich auch ihre gute Laune verbreiten kann. Haben die denn irgendwie eine Vorgeschichte? Also weiß man, was da vorher passiert ist, warum die bei euch im Tierheim gelandet sind? Also Sally hatte das Pech, dass ihr Herrchen verstorben ist. Die Familie, also die Erben, konnten sie nicht aufnehmen, weil in der Familie schon ein großer Hund vorhanden ist und 3 Katzen. Und so Jack Russell und Katzen ist ja nicht unbedingt... Das läuft nicht so gut, ne? Ja, und deswegen haben sie sich dann ans Tierheim gewandt, damit wir eine gute Stelle für Sally suchen. Also Jack Russell und Katzen, der würde die, oder sie würde die quasi jagen, oder was wird da passieren? Dass der Jagdinstinkt, ne? Denke ich, dass der Jagdinstinkt da so stark werden würde.
Und sie zeigt auch so im Tierheim nicht unbedingt einen guten Draht zu Katzen. Und der Draht zu Hunden scheint aber zu funktionieren, oder? Sie also ist verträglich mit anderen Hunden. Aber nicht mit Rüden wahrscheinlich, ne? Oder? Unterschiedlich. Eigentlich kann man sagen, dass sie mit allen Hunden verträglich ist. Hin und wieder ist vielleicht mal einer dabei, so eine Sympathie, Antipathie, was da mitspielt. Ja, und dann muss man, das hat man aber ganz schnell raus dann. Und Luna, weiß man, was da vorher passiert ist? Und Luna ist vom Ordnungsamt sichergestellt worden, zu uns gebracht worden. Sie ist wohl aus einer Familie mit sehr vielen Kindern, sehr vielen Tieren. Und ich glaube, die Familie war etwas überlastet. Ja, aber ihr geht's gut, oder? Ihr geht's unheimlich gut jetzt. Ja, man sieht ja, dass sie wirklich sehr anhänglich. Wollen Sie die nicht gleich behalten? Ich habe leider auch schon zu Hause so viele Katzen. Ist das nicht schwierig, wenn man im Tierheim arbeitet und dauernd so nette Tiere um sich herum hat? Die gibt man dann schweren Herzens ab. Oder man ist zumindest glücklich, weil man eine gute Familie gefunden hat. Ja, das ist eigentlich der schönste Lohn der Arbeit, eine gute Familie zu finden. Jetzt hat Luna keine Lust mehr. Also wie läuft es, wenn man jetzt sich in einen von den beiden hier zum Beispiel verliebt hat? Kann man dann quasi morgen schon ins Tierheim Bergheim kommen? Und ja, gerne. Sie können uns gerne jetzt besuchen. Jetzt wird aber gerade frech, oder? Ja, ich denke, da irgendwas hat dir jetzt nicht so gepasst. Sally? Ja, vielleicht ist es schon so ein bisschen Eifersucht mit drin hier das bei mir. Kann sie, sein, ne? Sie hat nämlich schon angefangen, mich ein bisschen zu bewachen. Aus, aus, aus. Aus. Gut. Dann genau, halt, du sie am besten ein bisschen fest. Genau. Wir sind auch gleich schon am Ende. Nicole, vielleicht fasst du noch mal kurz zusammen. Also es geht ja eigentlich um die Aktion Germany's First Pet. Das heißt, Haustiere aller Art können sich bewerben. Wo, wie funktioniert das Ganze? Also man muss ein Foto seines Hundes mit einer E-Mail schicken, wo drin steht, für wen das Tier antritt, wie das Tier heißt und woher das Tier kommt. Dann wird das Tier reingesetzt, es bekommt eine Voting-Nummer und ab dem 1. April wird gewotet für das Tier. Es gibt eine Vorrunde mit Vorrundenpreisen. Da ist im Endeffekt ist das für den Spendenschlüssel später wichtig. Und dann gibt es eine Finalrunde, da gibt es ganz tolle Preise zu gewinnen. Mhm. Zum Beispiel ein Hotelaufenthalt, eine Ferienwohnung für eine Woche. Also ganz verschiedene Sachen. Gutscheine, Hundebetten. Ja. Kann man sicherlich auch alles auf der Website nachlesen. Das kann man alles auf der Website sehen. Haben wir auch zwischendurch ja gezeigt und auch eingeblendet. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für die Aktion, dass ganz viele Leute anrufen, dass dann halt ganz viel Geld auch zusammenkommt für die 6 Tierheime hier in Deutschland. Ja, und für dich viel Erfolg für die Vermittlung von Luna und Sally, die sich jetzt gleich hoffentlich nicht noch in die Haare bekommen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Und das war's auch schon zur Rubrik Tierisch Center TV. Ja, und wir geben kurz ab in die Werbung. Das war es auch schon zur Rheinzeit. Hier im Anschluss geht es weiter mit Made in Leverkusen. Auch da gab es ein Casting, allerdings nicht für Tiere, sondern für Menschen. Es wurde gecastet für ein Praktikum und Maria Zimmermann hat durch